Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider 3. Wieder mit vernünftiger, wie heißt denn das, Resolution, also Höhe, Länge, Breiten gerade, alles richtig, Steuerung, Tastatur, bla, alles richtig. Ja, fangen wir erstmal damit, also es ist nur noch kurios, das Spiel. Anfangen tut es damit, dass das hier tatsächlich ernst gemeint ist. Das ist ein Spalt zum Festhalten. Ich habe es nur letztes Mal nicht richtig gemacht. Für mich ist das ein Grafikbug, aber gut. Da kriegt auch kein Mensch die Finger zwischen. Aber gut. Dann, ich habe jetzt wieder die richtige Auflösung, ist das Wort gewesen. Genau, Bildschirmauflösung. Das ging auch. Das ist so ein Umstand gewesen. Ich musste alles Mögliche über die Config-Dateien von Tomb Raider machen, weil sich weil das Spiel, wenn man eine Einstellung geändert hat in den normalen Spieloptionen, also über die Sonnenbrille, das Spiel hat sich dann aufgehängt, wenn man versucht hat, es zu schließen. Wenn man es mit Alt F4 geschlossen hat, hat es nicht gespeichert. Das ist unglaublich. So, den Crossbow hatten wir ja schon und jetzt kommt noch was Geiles. Wartet's ab, ihr glaubt's nicht, ihr glaubt's einfach nicht. Ich habe mich da noch letztes Mal drüber lustig gemacht. Tada. Das war's noch nicht. Nee, das war falsch. Aber da müssen wir hoch. Wir müssen tatsächlich da... Oh, hast du mich erschrocken gerade. Tatsächlich hier lang. Und das sind richtige Millimetersprünge. Wow. Ich hatte es nicht mehr so schwer in Erinnerung. Das ist doch crazy. Allein schon, dass das da oben... So, das speichern wir erstmal. Das war nämlich hier schon ein ziemlicher Erfolg. Und dann möchte ich wissen, hätte man das auch hier geschafft? Nee, hätte man nicht. Gut. Und tack. Ach komm, Lara. Ich habe die Taste gedrückt gehalten. Das hatten wir ja in der letzten Aufnahme schon. Und ich glaube davor auch schon mal, dass sie so einen Blödsinn gemacht hat. Da, was ist denn das? Dieses Spiel macht mich echt fertig jetzt zum Schluss. Es ist unbeschreiblich. Unbeschreibbar. Warum fällt sie da runter? Was soll das? Ich halte mich fest. Ich halte die Taste gedrückt. Das war zu schief. Warum auch immer es jetzt ging. Nicht hinterfragen. Einfach nicht hinterfragen. Oh Mann. Ich wusste, dass das kommt, weil ich bis dahin das Video gesehen habe. Mal gucken, was man bei den Dingern machen kann. Easy Mode. Ich nicht verstehe es, wenn das hier wirklich Vorausrüstung ist. Warum die zum einen ohne Menschen arbeiten und zum anderen ist der gerade nach vorne gefahren? Nein. Und zum anderen anfangen tödlich auf Menschen wirken zu arbeiten, sobald sich ein Mensch nähert. Bohrer finde ich noch schlimmer, muss ich sagen. Okay.
Fantasie. Dachte, ich habe schon wieder so ein Schleimmonster gehört. War hier nicht noch eins? Ja, da ist ein... Trifft er mich? Ich hoffe, er trifft mich nicht. Von hier unten sieht er nicht weniger hässlich aus. Warum muss eigentlich bei den ganzen Geisteskranken oder generell scheinbar bei allen Leuten die nächste Stufe der Evolution gleichbedeutend sein mit hässlich? Warum beinhaltet die nächste Stufe der Evolution scheiße aussehen? Ich verstehe es nicht. Naja. Oh, den hatten wir noch gar nicht mitgenommen. Brauchen wir den jetzt? Bist du denn das Wahnsinnsweib? Ich hätte fast abgedrückt, weil du gezielt hast. So, dann haben wir den jetzt mitgenommen. Und das ist wieder ein schöner Beweis dafür, dass alles, was wir hier gerade gemacht haben, hätte man mit einem einzigen Speicherkristall machen sollen. So, das war Bremsen, das war Ducken. Das war Hauen, okay. Ach, hört auch nur einen blöden Bohrer. Ja, Bremsweg. Ich möchte nochmal speichern. Bin mir nämlich gerade nicht mehr sicher, ob ich beim Einsteigen gespeichert habe. Nein, 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 falsche Taste. Ach Gott. God damn it. Schlagen. Das ist Bremsen. Ich habe keine Lust, das 10-mal zu machen. Ihr kennt mich. Nein. Wow. Ich glaube, so ist das ursprünglich auch gedacht. Da hätte ich jetzt einfach fast vergessen, mich zu ducken, weil sie so nach hinten gelehnt war. Der Architekt, der diese Bahn so gebaut hat, der wird auch gepeitscht. Architekt oder Ingenieur, wer auch immer das war. Ich finde es aber schön, dass in jedem Minecart, also in jeder Lore, ein Schraubenschlüssel liegt. Das ist Service, würde ich sagen. So, dann gucken wir doch mal, was uns hinter Tor Nummer 1 verbirgt, verwartet. Eine Batterie. Brauchen wir bestimmt fürs Boot. Fast die Befürchtung, hier erscheint noch ein Viech, wenn ich hier runtergehe. Weiß nicht, irgendwie warte ich noch auf noch einen Gegner. Konnte man den Crowbar jetzt eigentlich wieder aufnehmen? Ich muss nochmal gucken, nicht, dass ich den noch brauche. Zu dem letzten Level.
Aber ich glaube, diesmal ist er nicht liegen geblieben. Das war ein Einweg. Ah. Doch, da liegt er, oder? Nee, das ist die Tür. Ja, doch, das war ein Einwegprodukt. Ja, es hat nicht funktioniert, wie es sollte. Es sollte nämlich cool aussehen. So ungefähr. Na gut. Auf ins Abenteuer. Save, mein Card. Ducken, Lara. Ich hoffe, das war richtig. Hat gereicht. Warum? Warum ist sie da nicht angehalten? Ich würde einfach nochmal gerne wissen, ob vorne jetzt wirklich tot ist. Ja. Gut. War wichtig zu wissen für mich, persönlich. Machen wir weiter. Überall diese nervigen Bohrer. Da kann ich einfach so rüber. Es geht ja danach wieder steil bergauf. Da sollte ich dann aber aufpassen. Ah, man muss anhalten. Rechtzeitig. So, so. Ich will den... Nee, Lara, rüber. Ach, da ist das, Lara, du bist doch scheiße. Ich lade das jetzt einfach. Hat der Speicherkristall von der Bahn gedrängt. Nochmal zu einer Bahn. Okay. Okay. Da geht's dann weiter. Das ist ein schönes Detail, dass da so eine Ecke fehlt, aber... Naja. Ja, und da oben sind wir schon mal lang gefahren, wenn ich mich nicht irre. So. Dann gucken wir, was hinter Tor Nummer 1 ist. Noch? Oh, fuck it.